des gepflegten Sports. Willkommen zu einer Wiederholung. Welcome LP Train at Home Nummer 49, meinte ich. Das ist 49. Wir lassen es aber laufen, spielt gar keine Rolle. Ja, es ist tatsächlich das 49. Sehr gut. Wir haben heute das zweite Redo von unserer LP Train at Home Serie auf dem Programm. Wir brauchen für das einen Besenstiel und 2 bis 4 Sixpack Wasser. Fürs Warm-up haben wir das 10 Minuten Every Minute on the Minute auf dem Programm, das startet mit Standing Run. 1 Minute lang Standing Run. An Ort und Stelle oder wie immer, die die Möglichkeit haben, irgendwo rundherum zu säckeln, mache ich das. 1 Minute lang, dann hüftbreiter Stand. 1 Minute lang Good Morning. Leichte Knie, Oberkörper vorne runter neigen, Spannung in den Hamstrings generieren und auf. Rücken ist schön gerade, ich spüre, wie es da zieht und auf. 1 Minute lang, dann gehen wir am Boden in eine Liegestützposition und machen Controlled Mountain Climber into Down Dog. Von da aus Knie zum Ellbogen und zurück. Knie zum Ellbogen und zurück. Down Dog. Fersen Richtung Boden. Liegestützposition. Führen und zurück. Führen. Zurück. Down Dog. 1 Minute lang. Dann stehen wir wieder auf. Dann nehmen wir unseren Besenstiel, bereiten uns vor für Shoulder to Overhead oder respektive für die Schultern aufzuwärmen. Wir machen Broom Press. Handgelenk schön unter der Stange, Bauch ist gespannt und kontrollierte Strict Press. Eine Minute, dann tun wir den wieder weg. Geht in eine saubere Squat-Position, schulterbreiter Stand. Schön aufrecht, das Füdel geht hinten. Wir hocken hinten ab, Gewicht ist auf dem ganzen Fuß. Knie zeigen nach außen, möglichst aufrechten Oberkörper. Und wir machen eine Minute lang schön kontrollierte Air Squats. Nicht die Geschwindigkeit im Fokus, sondern eine saubere Ausführung. Das Ganze machen wir zweimal durch, jede Übung zweimal 1 Minute, nicht nacheinander, sondern die ganzen 5 Übungen durchmachen und dann die zweite Runde anhängen. Dann sollten wir warm sein für unseren ersten Kraftteil, wo wir, nein, nicht für den ersten Kraftteil, sondern generell für einen Kraftteil. Wir haben zwei Teile im Kraftteil, die wir aber miteinander machen. Wir haben Deadlifts, respektive, ja, wie will man sie sagen? Sagen wir mal, ein wir gehen verschiedene Positionen aus dem Weightlifting durch, wo halt mit dem Deadlift startet und gehen nachher direkt in einen Strict Press. Das Erste, was ihr macht, ist 90 Sekunden lang Startposition. Von hier aus, Schultern hinten, Blick nach vorne, gerade Rücken und ihr lüpft das Gewicht an. Unterhalb vom Knie 21, 22. Überhalb vom Knie 21, 22. Dann ganz strecken, Zehenspitze, Nacken, High Pull 21, 22. Wieder runter 21, 22. 21, 22. 21, 22. Strecken, Zehen, High Pull. 21, 22. Und so weiter und so fort. Das Ganze 90 Sekunden lang. Versuchen wirklich die Stangen nicht abzusetzen in diesen 90 Sekunden. Dann nehmen wir die Stangen gerade auf. Wenn ihr mehr Gewicht braucht, dürft ihr das machen.
Frontrack-Position und 8 bis 12 Strict Press. Bauch ist gespannt, Gesäß ist gespannt, Handgelenk unter der Stange möglichst gerade und Press. Schön durchstrecken, schauen, wenn ihr Überkopf sind, dass ihr nicht im hohlen Kreuz sind. Die Rippen gut abspannen, Gesäß ist gespannt und dann kommt die Stange wieder runter, Kopf zum Weg ausnehmen und wieder rauf. Oben schön stabilisieren, das was gewackelt. Und das wäre unsere Strict Press. Wir machen total 3 Sätze. Wie ihr das ganz am Anfang der Quarantäne schon mal gemacht habt. Hoffe ich doch, vielleicht, wenn ihr schon dabei war. 3 Sätze. Ihr dürft beim Positioning Drill Runde für Runde mehr Gewicht nehmen, dürft steigern, dürft aber auch gleich bleiben, spielt keine Rolle. Genau gleich so auch bei der Strict Press. Das Ziel wäre natürlich, zumindest ein bisschen Gewicht mehr zu nehmen, als ihr letztes Mal genommen habt, wenn ihr es schon mal gemacht habt. Und sonst, wenn es das erste Mal ist, go for it, schaut, was drin liegt und arbeitet euch langsam auf. Zwischen diesen Sätzen haben wir 90 Sekunden Positioning Drill, 8 bis 12 Strict Press, nachher etwa 2 Minuten Pause machen und so machen wir 3 Runden davon. Wenn ihr das habt, könnt ihr den Kraftteil schon mal abhökeln und dann geht es weiter ins Workout. Für das Workout wäre das Ziel, im Verhältnis ein bisschen heavy zu gehen. Wir haben im Workout Front Squats, Deadlift, Front Squats und Overhead Walk. Schauen, dass ihr hier genug auf der Stange aufliegt. Erste Übung, der Deadlift. Wie wir vor dem Positioning-Training schon hatten, die Ausgangslage ist genau die gleiche. Hüftbreiter Stand, die Hände ausserhalb der Beine, Schultern schön hinten runter, spannen, gerade Rücken und dann von hier aus sauber aus den Beinen den Boden wegdrücken und das Gewicht auflüpfen. Bis ihr ganz gestreckt sind, die Schultern schön dahinter behalten und wieder absenken, immer näher am Körper. Und so machen wir 12 Wiederholungen. 12 Deadlifts, nachher 12 Front Squats. Ein bisschen aufpassen beim Aufnehmen, ist nicht ganz so einfach zum Cleanen wie ein Langhantel. Aber man kann das schön aufziehen. Ellbogen schön vor dem Körper, die Hände außerhalb der Schultern, die Stange liegt auf der Brust oder auf der Schulter auf und nach hinten und runter squatten. Der ganze Fuß bleibt flach am Boden. Aufrechten Oberkörper, Fersen am Boden, Knie nach außen. Auch da, ich bin immer noch im Kraftteil. Nicht 8 bis 12, sondern 12 Front Squats. Jetzt der letzte. Braucht ein bisschen Platz, wenn ihr eine enge Wohnung habt, vielleicht besser rausmachen. Overhead Walk mit 180 Grad Drehung. Schaut, dass ihr nicht zu schnell arbeitet, weil sonst fliegen euch die Sixpacks um die Tore. Die Stange muss wieder rauf. Dann muss die Stange über den Kopf. Und jetzt wird es spannend, das Ganze. Bauch voll anspannen. Die Arme ganz durchstrecken, dass sie richtig stabil sind. Und jetzt. 1, 2. 180 Grad Dreieck. Und 1, 2, 180 Grad Dreieck. Das Ganze 6 Mal. Und ihr seht, alles, was hier im Fokus ist, ist Stabilität. Schulterstabilität, ihr müsst das Ganze stabilisieren. Der Rumpf ist gespannt. Wenn ihr lauft, lüpft ihr ein Bein. Dementsprechend fährt alles an schaukeln. Und das Ziel ist, dass ihr dann eine richtig schöne Spannung habt im Körper. Das ist etwas, was man sonst vielleicht eher weniger macht, vor allem weil das Ganze sich ein bisschen bewegt. Aber es hilft extrem, um die Feinmuskulatur zu aktivieren und dementsprechend auch zu stärken.
Das Ganze machen wir 5 Mal. Das ist ein recht langes Workout. 12 Deadlift, 12 Front Squats und 6 Mal. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wenn ihr das habt, 5 Runden, check! Dürft ihr das Gewicht auf die Seite legen. Dann ist nämlich das Einzige, was wir noch brauchen. Tada! Eine Wand. Und wir entspannen und chillen ein bisschen. Wir gehen am Boden. Drehen uns mit dem Füller möglichst noch an der Wand um. Gehen von hier aus in ein V. Untere Rücken, respektive der ganze Rücken, ist flach am Boden. Die Zehen ziehe ich leicht zu mir. Die Beine habe ich so flach wie möglich an der Wand. Und die Arme lege ich über mich. Und dann probiere ich schön durch die Nase einzuschnaufen. Durch das Maul auszuschnaufen. Und probiere dann so runterzufahren, das Workout zu verarbeiten und mich mental schon auf morgen vorzubereiten. Morgen haben wir eine Premiere. Morgen haben wir die 50. Folge. Es ist verrückt. Das 50. machen wir zum ersten Mal morgen. Wie wir heute 49 und gestern 48 schon gemacht haben. Jedes Mal ist darum das erste Mal. Hey, wäre schön, wären ihr wieder mit dabei. Wir sehen uns morgen. Adios!